Das ist jetzt sowas von geil. Man stelle sich vor, ich hätte nach dem Abspann aufgehört zu spielen und hätte diese Fähigkeit gar nie gesehen. Ja, hallo zusammen bei Sammy. Ich bin die Schwarzwurzelgänge und heute spielen wir Besagan weiter. Oder so ähnlich. Gut, Schwarzwurzelgänge bei Orient the Blind Forest wollen wir heute abschließen. Au. Und das könnte je nachdem noch ein bisschen schmerzhaft werden. Das letzte Mal haben wir ja... Oh, Fähigkeitenpunkt jetzt. Gut. Das letzte Mal haben wir diese Lichtkugelwerfeigenschaft gekriegt. Hui. Die ich ziemlich lustig finde, muss ich sagen. Die macht Spaß. Und ich habe danach gleich mal damit stark rumgeballert. Bis ich gemerkt habe, hey, das verbraucht Lichtenergie. Bums. Jo. Oh, jetzt. Aha. Oh, jetzt, ja, jetzt wird hier alles runtergeschossen, ja, ja. Wuhu. Ja, da. Wollte gerade sagen, da war doch auf der Karte etwas. So, übrigens mit, ach so, ich muss abspeichern, so. Dann kann ich hier... Übrigens, mit 3 Punkten kann ich mir wieder etwas leisten. Entweder gibt es jetzt die Ultrastreuflamme, erhöht den Schaden der Geisterflamme noch mehr und ermöglicht es, 4 Ziele auf einmal zu treffen. Oder Ultraverteidigung, verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Na komm, ich bin jetzt, ich bin jetzt aggressiv. So. Kampfmeister. Der violette Strahl, der violette Ast kommt nach wie vor nicht in Frage, weil Sachen werden auf der Karte angezeigt. Die finde ich auch so, also diesen Ast kann ich ja ganz am Schluss, der ja auch schon bald ist, dann noch füllen. Bams, jawohl, jetzt geht's ab. Oh! Uhlala. Nutze den Stoßangriff mit dem Lichtstrahl, um größere Höhen zu erreichen. Was? Das kann ich gleich fürs Thumbnail nehmen, diese Reaktion. Moment. Das muss ich aber zuerst ausprobieren. Oh, yes! Okay. Was passiert, wenn ich den Lichtstrahl da auf das Trampolin schmeiße? Okay, ist das geil. Das ist jetzt sowas von geil. Man stelle sich vor, ich hätte nach dem Abspann aufgehört zu spielen und hätte diese Fähigkeit gar nie gesehen. Nie gehabt. Das ist ja mal ultra geil. Dann mache ich so und... BÄM! Instant davon weg. Ist das geil. Yo. Jetzt will ich aber ein paar Räume sehen, wo ich das so brauchen muss. Oh shit, da ist ja noch was, ja. ja, das war ein bisschen zu knapp. Oh. Ups, okay. Gott, kann ich mal wieder schneiden. Nicht abgespeichert. Jetzt wird alles einfach aus dem Weg geräumt. Die können mir jetzt gar nichts mehr. Jetzt bin ich der Terminator. Alter Schwede. Bams! Alles wird dem Erdboden gleich gemacht. Okay, dann muss ich jetzt den Feind, den muss ich jetzt abschießen, ne? So, dann noch... Ist wie Worms jetzt, ne? Den Winkel und die Power. Boom! Aber ich glaube, das ist noch nicht tot. Ich schieße nochmal nach. Bams! Dann geht die Tür auf, genau. Geil!
Also jetzt wirklich, man stelle sich vor, ich hätte nach dem Abspann aufgehört zu spielen. Das wäre ja himmeltraurig gewesen. Das ist jetzt voll geil. Hui! Das ist... Wie geil ist das denn? Wieso haben die das so optional gemacht? Das ist ja wirklich... Oh, holla! Jetzt geht es unfreiwillig nach unten. Bäm! Bäm! Zieht euch das mal rein! Ich bin jetzt voll OP. Nichts kann mich mehr aufhalten. Ja, das kommt gut. Das ist irgendwie noch ein bisschen nach vorne vom Winkel her. So. Bäm! Also das ist jetzt wirklich der Moment, wenn man in Metroid den die Screw Attack hat und dann einfach überall durchhüpfen kann und die Feinde einem nichts mehr können. Das ist jetzt irgendwie so der Moment. Kann ich die... Bäm! Ja, was willst du denn? Hm? Oh! Die Eule habe ich gar nicht gesehen. Ja, komm. So, dann haben wir hier oben wieder so ein Dingens. Oh! Lel. Nein, das war nichts. Hui! So, das ist schon hier. Moment, abspeichern. Immer mal wieder abspeichern. Moment, das ist aber auf der Karte ein bisschen größer. Nicht? Okay. So, dann. Jetzt wird es plötzlich hell. Oh, geil. Was ist denn jetzt los? Was sind wir? Jetzt kommt ja Ori doch noch in die Südsee. Die Musik ist auch wieder neu. Au. Geh sterben. Holy shit. Ist hier voll... Ja gut, ein paar Feinde müssen wir noch besiegen, aber dann ist das ja voll friedlich hier. Ja, kann ich auch hier? Oh, scheiße. Okay. Hier, nimm das. Oh, das war los. Hier, nimm das. Bäm! Zahle ich euch das mit euren eigenen Waffen zurück. So quasi. Ist das geil. Ah, oh, das ist... Oh. Oh, Moment. Moment. Abspeichern. Das ist wie bei Super Mario, wenn man am Strand ist. Entweder bei Super Mario Sunshine oder bei Super Mario Odyssey. Ach, ist es schön. Ori macht Ferien. Ori hat den Wald ja eigentlich schon gerettet, jetzt macht er Ferien. In der Südsee. So wie ich damals Part, keine Ahnung, 14 oder so.
genannt habe. Das ist Oris persönliche Südsee. Und hier gibt es auch massig Fähigkeitenzellen, ne? Dann bekommen wir vielleicht unsere all unsere Fähigkeiten doch noch voll. Und ich suche schon wieder das Menü, wie blöd. Ja, hier. So, als nächstes haben wir dann jetzt einen grünen Ast. Defense, Ultraverteidigung. Bäm! Errungenschaft, Seelenmeister. So, wie viel fehlen jetzt noch? Zwei. Zwei sind vier und zwei sind sechs und zwei sind acht und drei sind elf. Ja, easy. Ja, easy, so. Das war alles ein Secret-Tunnel hier. Gar nicht auf der Karte. Ich will gar nicht reden, die Musik ist so geil. Ist das toll. Oh, hoppla. Oh, oh, ja, ja, stimmt, da muss man ja. Da muss man sich ja beeilen. Oh, 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 oh. Hui. Aha. Aha. Pui. Whoop, whoop. First try. Okay, hat gerade niemand gemerkt, dass ich vier Knöpfe gleichzeitig auf meinem Controller gedrückt habe, weil ich vorübergehend gerade nicht wusste, welcher Knopf denn der Abstoßknopf ist. Oh, schön. Ja, ja, Ori macht Ferien. Die hat es sich verdient. Aber sowas von. Und wieder eine große Fähigkeitenzelle. Und noch mehr Fähigkeitenzeugs. Au. Hört mal auf hier mit euren Bomben, das ist nicht lustig. Da hat es einen Hebel. Ah, stimmt, genau. Da geht's ja noch lang. Hä? Kann ich? So ein bisschen weit. Nein, kann ich nicht. Dann soll man hier wohl einfach. Ja. Ja, cool. Oh, ist das schön. Das heißt zwar immer noch Schwarzwurzelgänge, aber mit den Schwarzwurzelgängen hat das ja gar nichts mehr zu tun. Einfach schön. Einfach schön. Wollte ich gerade abspeichern, aber es geht hier vorne nicht. Kommt hier wieder eine Zwischensequenz oder sowas? Ja, sieht so aus. Machen wir noch ein bisschen Zaubertrank für Asterix.
Nach seinem Abschied ging sie und kehrte nie zurück. Auch wenn sie aus unserem Wald verschwunden sind, haben wir keine Zeit zu trauern. Erinnere dich an jene, die dahingeschieden sind, dann werden sie ewig weiterleben. Errungenschaft freigeschaltet, der Kreislauf. Okay, heißt das jetzt, sie haben die ganze Zeit hier unten irgendwie gelebt? Friedlich? Bis also ihr Vater gestorben ist? Was sind da jetzt schon rausgewachsen in der Zwischenzeit? Alter. Und dann, als ihr Vater zu alt war und gestorben ist, ist sie von hier weggegangen und hat dann schließlich irgendwo, keine Ahnung, Ori gefunden, als sie sich niedergelassen hat oder so. Schätze ich mal. Schwarzwurzelgänge, 98%. Alter, wenn jetzt da hinten nichts mehr kommt. Zählt der Brunnen auch dazu? Errungenschaft freigeschaltet, abgesichert. Ich habe jetzt wohl alle Brunnen aktiviert. 100%! Yes! Chaga, 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 chaga. 100%. Seht ihr, es geht auch ohne Anhaltspunkt auf der Karte. Ich brauche keine Anzeigen auf der Karte, um das Zeugs zu 100% abzuschließen. Ach, ist das schön. Aber jetzt wirklich, die haben hier bisschen Höhle, bisschen Strand. Ich weiß schon, wieso die hier gelebt haben. Es ist wirklich mega schön hier unten. Und da habe ich zuerst gedacht, Schwarzwurzelgänge, vor allem da oben, da war ja alles dunkel und gefährlich und so. Aber hier unten ist halt wirklich voll das Paradies. Boah. Dieser blaue Teil hier. Wow. 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 Ja, jetzt ist die Frage, Moment mal, jetzt ist die Frage, wo wir hinwollen. Okay, nicht auszoomen. Auch am Ende des Let's Plays immer noch nicht die Karte auszoomen. Mondgrotte müssen wir noch was einsammeln. Der Waldsenke haben wir ein paar Dingens. Tal des Windes. Ich weiß halt nicht, der Part ist jetzt zu Ende. Ich werde das jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich noch einen weiteren Part bringe, wo ich ein bisschen zusammenschneide, wie ich alle diese Dingens noch hole. Und dann, wenn ich überall 100% habe, gehe ich wieder zum Horuberg, mache die Endsequenz. Und das ist es dann. Und dann schaue ich noch online nach, ob ich irgendwas dann noch verpasst habe oder nicht. Zur Sicherheit. Ja, klingt nach einem Plan. Das heißt, das nächste Mal, der finale Part. Dann pimpen wir Ori zu 100% noch auf. Und ja, nächstes Mal Finale. Bis dann, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und dann sehen wir uns zum finalen Part. Das nächste Mal. Tschüss.